sehr schön angelegt. Viele Ruheplätze, abwechslungsreich und eine wunderbare Aussicht. Nicht zu steil. Wir sind heute in Safaus angekommen und sind direkt wandern gegangen über diesen Panoramaweg. Unterwegs viele Attraktionen auf dem Panoramaweg. Zum Teil haben wir sogar Sachen ausprobiert, weil wir auch mal mit Kindern unterwegs waren. Es ist also wirklich sehr, sehr anmächelig, sehr spannend. Die Geschicklichkeit für müde Füße, die ist noch anspruchsvoll. Ja. Auf diesen Posten. Das ist ein sehr großer Vorteil vom Panoramaweg, aber wenn man von Safaus natürlich hinaufläuft, da macht man schon gut 400 Höhenmeter. Wir sind von der Möseralm über den Panoramaweg und bei dem schönen, herrlichen Wetter, ein herrlicher Anblick mit dem Schnee im Hintergrund. Wir gehen diesen Weg eigentlich hauptsächlich, weil hier nicht großartig Höhenmeter zu überwinden sind und meine Tochter nicht die entsprechenden Schuhe anhat. Ja, wir schaukeln und liegen und sehr schöne Sitzplätze, Hängematten, genau. Schön ruhig, keine Fahrradfahrer, ein bisschen rauf und runter, sonst wunderbar laufen hier. Gehen wir im Kölner Haus vorbei und den Rückweg gehen wir dann hier zurück.